Hallo YouTuber, ich würde gerne heute mal mit euch über die Globalisierung und den Turmbau zu Babel sprechen. Das ist eine Geschichte, die ich, Turmbau von Babel ist eine Geschichte, die ich lange Jahre nicht so richtig verstanden habe, die ich missverstanden habe und die mir erst im letzten Jahr wirklich so sehr stark ins Bewusstsein gerückt ist und auch sehr stark, wie relevant sie eigentlich für unsere heutige Zeit ist. Ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen. Ich habe vor einigen Jahren habe ich sehr viel von einem jüdischen Rabbi namens David Forman gelernt. Er ist auch viel im Internet unterwegs gewesen. Also wenn ihr da zu ihm irgendwas findet, das lohnt sich oft, sich das anzuhören. David Forman hat sein Leben lang die Tora, also die ersten fünf Bücher der Bibel, die ersten fünf Bücher Mose, die fünf Bücher Mose studiert. Sein Leben lang quasi. Und er ist natürlich auch der hebräischen Sprache mächtig, was ich jetzt nicht bin. Einer oder sein Hauptfokus lag darauf, dass in der Bibel sind sehr viele biblische Geschichten sind eigentlich Parallelgeschichten. Das heißt, sie handeln zwar von etwas komplett anderem als die Geschichte davor, aber sie nehmen denselben Rhythmus, dasselbe Thema greifen sie wieder auf und verpacken es nur ein bisschen anders. Und man kann die Verse 1:1 quasi vergleichen. Also zum Beispiel Vers 1 der einen Geschichte ähnelt dem Vers 1 der anderen Geschichte, oft auch so, dass es das Gegenteil ist. Vers 2 der einen Geschichte ähnelt Vers 2 der nächsten, der anderen Geschichte und so weiter. Und darüber hat er viele, viele Vorlesungen gehalten, weil es sehr, sehr viele Parallelgeschichten in der Bibel gibt, was noch viel spannender auch ist. Es gibt sehr viele Chiasmen. Chiasmen ist, wenn innerhalb einer Geschichte der erste, sagen wir, der erste Absatz und der letzte Absatz der Geschichte irgendwo. Also die sind natürlich nicht identisch, aber sie haben identische Merkmale, sie haben parallele Themen, sie sind vergleichbar. Und ebenso der zweite Absatz der Geschichte und der vorletzte Absatz. Und so kommt man also von vorn und von hinten, wenn man die Absätze so durchgeht, bis zu einem Mittelpunkt, einem zentralen Satz, der diese Geschichte ausmacht. Das sind rhetorische Figuren, die sehr, sehr schwer sind, wenn man die selber konstruieren möchte, dann ist es nicht leicht. Es gibt wenige jetzt säkulare Dichter oder Denker oder Schriftsteller, denen das je gelungen ist. Also Goethe ist einer davon, sowas wie, ich glaube es von Goethe, die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben, sowas in der Art. Das sind auch Chiasmen, sind natürlich super kleine. Ich meine, hier in der Bibel geht es wirklich um komplette Geschichten, wo Anfang und Ende einander widerspiegeln und wo man zu einem Mittelpunkt, einem zentralen Punkt kommt. Also sich das von David Forman, das ist nichts, was ich jetzt hier in 10 Minuten kurz erklären kann, aber sich das bei David Forman mal anzuhören, sofern ihr da noch was findet, ich denke, ich glaube, soweit ich weiß, lebt er inzwischen nicht mehr. Das lohnt sich wirklich. Also ich habe da bei seinen Vorlesungen oft gesessen und gedacht, wow, ich kann nicht fassen, was alles in der Bibel steckt und diese ganzen sprachlichen Figuren, die man, ja, wo wirklich sehr viel Intelligenz und Verständnis auch dazu gehört und auch ein bisschen, glaube ich, Kenntnisse der hebräischen Sprache, weil manche Wörter, da sieht man das im Deutschen nicht so, um das zu erkennen, aber was man dann auch wirklich nachvollziehen kann, einfach, was jetzt nicht, man muss keine Interpretation oder so, man kann das einfach 1:1 nachvollziehen. Also für die Leute, die es gerne mal nachvollziehen möchten, guckt euch mal an, ein Chiasmus, weiß ich, beginnt in Genesis, also ersten Buch Moses, Kapitel 7, Vers 11 und endet in Kapitel 8, Vers 13, glaube ich. Und Gott erinnerte sich an Noah, das ist der zentrale Satz. Also wenn ihr den Satz davor irgendwie die Wasser herrschten irgendwie vor 150 Tage und irgendwie der Absatz danach irgendwie 150 Tage lang ging das Wasser wieder zurück. Also da seht ihr schon diesen Chiasmus, dahinter irgendwie, ja, das Wasser ging zurück, die Gipfel der Berge waren sicher und kurz davor, auf der anderen Seite am Anfang, die Berge werden bedeckt und das Wasser steigt. Also ihr müsst das, guckt es euch genau an, es ist nicht immer einfach zu erkennen und wie gesagt, in der deutschen Übersetzung ist es manchmal sogar noch ein bisschen verdeckter, weil es halt, ist halt nicht das Original. Aber es lohnt sich wirklich, sich damit mal zu beschäftigen, es ist sehr, sehr spannend
Und ja, David Fuhrman ist der Einzige, den ich kenne, der das in dieser Genialität, möchte ich da echt sagen, also ich war jedes Mal sehr beeindruckt, dargelegt hat. Nun heißt David Fuhrman ist ein Jude, das heißt, er hat das Neue Testament nicht beachtet. Im Neuen Testament gibt es aber auch viele von den Chiasmen. Also Paulus war einer, der das auch gut beherrscht hat. Oder vielleicht, vermutlich war es auch nicht Paulus, sondern der Heilige Geist. Auch in den Evangelien gibt es sehr viele Parallelgeschichten, sehr viele Chiasmen. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie die Geburt von Johannes dem Täufer angekündigt wurde und kurz darauf die Geburt von Jesus. Die Mutter von Johannes dem Täufer war zu alt für ein Kind, die Mutter von Jesus war zu jung für ein Kind. Beiden wurde gesagt, wie das Kind heißen sollte und so weiter. Ich glaube, ich habe mal ein Video darüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es noch veröffentlicht habe. Ich habe ja einige Videos von mir gelöscht. Also ich weiß, dass ich mal ein Video darüber gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es inzwischen gelöscht habe, weil ich habe oft früher Musik und solche Dinge drin gehabt oder Filmausschnitte, wo Copyright drauf waren. Das habe ich irgendwann alles runtergenommen. Ja, aber es gibt auch, was ich sagen will, es gibt auch im Neuen Testament viele Chiasmen. Es ist eine super spannende Geschichte für Leute, die sich dafür interessieren. Darauf will ich heute aber gar nicht hinaus, worauf ich hinaus möchte. Die Bibel insgesamt, Neues und Altes Testament zusammen, ist meiner Meinung nach auch und die Weltgeschichte auch ein großer Chiasmus. Die Bibel, sie beginnt mit dem Garten Eden, dem Paradies. Sie endet auch mit dem Paradies. Ganz am Ende in Offenbarung 22, die neue Erde, die geschaffen wird, der neue Himmel und im Gegensatz zur alten Erde und alten Himmel, den Gott am Anfang schafft und halt das Paradies, der Himmel, in dem wir dann leben werden. Ja, so denke ich, das wird eine Geschichte, wenn man sich die ganze Bibel als Chiasmus auch betrachtet, dann gehen wir in dieser Bibel auch zurück und wir sind schon meiner Meinung nach fast am Anfang angelangt. Wo wir meiner Meinung nach im Moment sind, ist Turmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel ist eine Geschichte, die ich lange nicht verstanden habe. Ich habe das schon als Kind, obwohl ich nicht christlich erzogen wurde, habe ich als Kind mit dieser Geschichte habe ich gehört und habe gedacht, hör, was ist das für eine komische Geschichte? Es klingt im Deutschen so, als wenn Gott einfach nur Angst hat, die Menschen könnten zu mächtig werden und dann macht er eine Sprachverwirrung, damit ihm nicht alles gelingt. Das liegt auch an einem Satz, also mal kurz zur Zusammenfassung. Ich denke, jeder von euch kennt die Geschichte. Die Menschen leben alle zusammen. Es gibt nur eine einzige Sprache. Sie fangen an, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht und wollen sich einen Namen damit schaffen, um nicht über die ganze Erde hin zerstreut zu werden. Mir schien das damals eine gute Sache zu sein. Ich meine, ich bin auch humanistisch erzogen in einem humanistischen Gymnasium, so wie halt heutzutage das in Deutschland alles so üblich ist mit dem Humanismus. Und dachte ja, wir reden immer oder haben damals, als ich aufgewachsen bin, von dieser einen Welt geredet, dass Menschen alle zusammenkommen müssen, dass es toll ist, wenn wir alle eine Welt wären. Und von daher schien mir das eine gute Sache zu sein. Und dann steht da fuhr der Herr herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen. Das ist auch ein seltsamer Satz, der kam mir damals schon seltsam vor, dass ich dachte, ach Gott, sieht das nicht von oben, der muss erstmal herabfahren. Ich sag gleich noch was dazu. Und dann sagt er, das ist die deutsche Übersetzung, für wahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens, hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen. Auch wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute sie dann der Herr von dort über die ganze Erde und so weiter und dann haben sie aufgehört, den Turm zu bauen und die Stadt zu bauen. Und der Name der Stadt war Babel. Das heißt Verwirrung. Also Gott hat für Verwirrung gesorgt. Sie haben einander nicht mehr verstanden und sie haben sich dann über die Erde zerstreut. In der deutschen Übersetzung klang das immer für mich dieses, es wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen, als wenn Gott quasi die Befürchtung hätte, dass die Menschen zu mächtig werden könnten. Das ist natürlich eigentlich Unsinn. Das weiß man auch, dass es Unsinn ist. Also es sagt einem ja schon, das weiß man eigentlich schon intuitiv, dass das Unsinn ist, aber es klingt irgendwie so. Jetzt habe ich mal in der Strong's Konkordanz das Wort, was sie sich vornehmen, nachgeschlagen und festgestellt, wie ich es mir auch schon fast ein bisschen erahnt hatte. Das ist nicht einfach irgendwas, was sie sich vornehmen, sondern es geht um böse Pläne, die sie haben. Also das Wort im Englischen ist mit imagine übersetzt, das ist auch so ein bisschen neutral, es kann auch, man kann sich Gutes oder Schlechtes vorstellen. Klingt schon ein bisschen negativer im Allgemeinen.
Aber beim hebräischen Original ist es hauptsächlich schlechte Dinge, die man sich vornimmt. Also, worum Gott hier Angst hat, ist nicht, dass die Menschen zu mächtig werden, weil sie jetzt alles tun können, was sie sich vornehmen, sondern aufgrund dieser Einheit und dieses einen Ziels, was sie alle verfolgen, dass sie sehr viele schlechte Pläne jetzt umsetzen könnten, die sie haben. Weil es nur noch eine Einheit sozusagen gibt, die die Menschheit ausmacht. Und ich meine, ich fand es früher schon immer komisch, auch als ich sie nicht verstanden habe, habe ich gedacht, was für eine komische Art, einen Turmbau zu stoppen. Ich meine, er hätte einfach nur was weiß ich, einen Blitz vom Himmel senden können und dann wäre der Turm kaputt gewesen. Und da habe ich gedacht, warum sollte, dass sie jetzt verschiedene Sprachen sprechen, die Menschen hindern, weiterhin den Turm zu bauen? Es gibt eigentlich keinen objektiven Grund dafür, wenn ihr euch überlegt, paar Menschen sind, oder sagen wir 200 Menschen sind dabei, einen Turm zu bauen. Sie sind die ganze Zeit dabei, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder weiß, was das Ziel ist. Jetzt wachen sie auf und nicht mehr jeder versteht jeden. Warum ist das ein Hindernis, einen Turm zu bauen, weiterzubauen? Man weiß die ganze Zeit, was man vorhat und was man getan hat und man kann auch wieder dahin kommen, sich mit Zeichensprache wieder zu verständigen. Es ist kein ernsthaftes Hindernis. Es kann nur dann ein Hindernis sein, diese Verwirrung, wenn man das eigentlich auch gar nicht mehr möchte. Wenn man eigentlich so ein bisschen selber aufgibt und sagt, ja, ich verstehe die anderen sowieso nicht mehr und jetzt gehe ich meiner Wege. Und denke, dass das so zu verstehen ist, dass das dieses eine Welt sein, ein Ziel haben. Alles ist eins und ja, verfolgt einen in Klammern bösen Plan. Es ist kein guter Plan, um den es hier geht. Wie gesagt, das sieht man nur in der hebräischen Übersetzung. Dass dann so eine Verwirrung dazu führt, dass jeder sagt, okay, ich tue mein Ding. Ich gehe jetzt meiner Wege. Ich verstehe die anderen eh nicht mehr. Und ich denke, wir sind wieder da. Wir sind wieder an dieser Zeit, wo die Welt versucht, derzeit auch wieder eins zu werden. Es gibt einmal die Globalisierung, die eher so von der wirtschaftlichen Interessen ausgeht, von Neoliberalismus, so dieses Freihandelsabkommen. Wir müssen alle eins werden. Wir müssen alle irgendwo eine große globale Wirtschaft, Welthandelsorganisation sein. Das bringt uns dann alle voran. Und theoretisch, also soweit die Theorie dieserjenigen, die diese Globalisierung gutheißen, das ja, würde der ganzen Welt nützen und wir wären dann auch wieder eins. Die andere Globalisierungsbestrebung, auch wenn sie es nicht so nennen würden, weil sie eigentlich sich oft antiglobal, zumindest in der Vergangenheit, gegeben haben, kommt eher von der linken Seite. Das ist dieses. Es gibt keine Grenzen, wir sind alle eins, die Menschheit ist eins, die eine Welt. Das ist mehr von dieser sozialen Ebene, humanistischen Ebene. Geht beides in dieselbe Richtung aus unterschiedlichen Motiven, also sowohl von eher, ja, ich weiß gar nicht, ob man es rechts nehmen kann, weil Rechte interessanterweise sind eher für die Nationalität, also für verschiedene Nationalitäten und dass jedes Volk auch seine Identität beibehält. Das ist eigentlich das, was Gott in der Bibel auch immer sagt. Er hat den Menschen, den Nationen ihre Grenzen gegeben. Und wie gesagt, auch im Turmbau zu Babel, er zerstreut sie damit die Völker jeweils ihre eigene Identität, damit so eine Vielfalt gegeben ist. Also die Vielfalt ist meiner Meinung nach, so wie ich es jetzt verstehe, ist von Gott. Natürlich nicht Nationalismus in dem Sinne, dass ja, wir sind die Besten. Und das ist ja auch eigentlich ein Globalisierungsbestreben, das, was Hitler zum Beispiel gemacht hat, dass er dachte, die Deutschen sollten über die ganze Welt herrschen. Das ist auch schon wieder auf eine andere Weise, nicht ein, wir kommen friedlich zusammen, sondern wir wollen alles dominieren. Das ist natürlich noch viel fataler als die Globalisierung, die wir derzeit sehen. Also wesentlich schlimmer noch. Aber es ist auch nicht diese Vielfalt, also Hitler hat diese Vielfalt verachtet, hat er auch damals schon die Vielfalt in der Weimarer Republik an Parteien hat er verachtet. Also Vielfalt war nicht sein Ding. Und das würde ich sagen, ist das Positive an, wenn man verschiedene Nationen, verschiedene Völker hat, dass so eine Vielfalt da ist, wo auch eben nicht alles eins ist, wo nicht ein großes Ziel verfolgt wird, sondern wo die Menschen vielleicht auch sagen können, okay, dies ist nicht meins und guck doch mal, wie andere Völker es machen und dass man halt mehrere Alternativen auch sieht und die Welt eben nicht dieses eine große böse Ziel auch, böse ist da immer in Klammern, bei der Turmbau zu Babel-Geschichte verfolgen kann. Deswegen alles, was Hitler
hin zu einer Welt geht. Und wie gesagt, es gibt es von verschiedenen Seiten. Das gibt es entweder mit Dominanzstrebungen, das war ja nicht nur Hitler, es gibt verschiedene Eroberer, gab es im Laufe der Weltgeschichte, die wollten, dass ihr Volk alle anderen dominiert. Das ist das Bestreben nach der einen Welt. Es gibt die Globalisierung, die auf rein wirtschaftlicher Ebene. Und von der linken Seite dieses keine Grenzen, wir sind alles eins, wir sind alles eins, alle Menschen sind gleich, ebenfalls ein wir wollen alle eins werden, ist. Das ist, passt für mich alles zu dieser, wenn wir jetzt in der Weltgeschichte sagen, das ist auch wie ein großer Chiasmus, es endet im Paradies, so wie es angefangen hat mit dem Paradies, aber dazwischen sind halt auch viele unangenehme Geschichten. Würde ich sagen, sind wir jetzt in dieser Turmbau zu Babel-Geschichte, die Welt versucht eins zu werden, sie versucht sich einen Namen zu machen, ein einziges Ziel zu verfolgen, was, glaube ich, den normalen Bürgern wie jetzt auch mir selbst nicht wirklich klar ist, was das Ziel am Ende ist. Also es klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie, ist es auch, ich weiß nicht, worauf das Ganze hinausläuft. Ich habe Angst, das hat sogar Einstein übrigens gesagt, er hat gesagt, ich glaube es war Einstein, er hat gesagt, dass er Kriege fürchtet, aber er fürchtet auch die Tyrannei einer Weltherrschaft, so ungefähr. Müsste ich auch nachgucken, könnt ihr auch selber nachgucken. Ich glaube, es war Einstein. Das ist das, was ich auch fürchte, wenn wir alle eins sind, wenn alles so vernetzt ist, dass es nur noch eine einzige wirkliche Macht, also das wird jetzt nicht eine Person sein, nehme ich mal an, es sei denn, oder der Antichrist, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich denke, es wird auf jeden Fall von einer Institution, einer sehr stark weltweit vernetzten Institution, Elite, wie auch immer das dann aussieht, gestützt sein. Wenn diese große Macht geballt an einer Stelle ist, dann kann diese eine Stelle jedes Ziel verfolgen, was sie möchte. Und das ist natürlich schon die Befürchtung, nicht nur von mir, sondern von vielen, dass das das Ergebnis von dem Ganzen sein könnte. Und ja, da nochmal auf den Satz zurückzukommen, da fuhr der Herr herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen. Ich denke, das ist ein Zeichen, also das ist die Parallele zu, wenn Jesus wiederkommt. Er kommt vom Himmel herab zu uns. Und ich denke, es wird genauso ausgehen wie die Turmbau zu Babel-Geschichte. Es wird einfach, Jesus wird diese Sache zerstören. Also durch Verwirrung der Menschen, die ihre Pläne nicht mehr weiter verfolgen können. Es wird sicherlich nicht eine Sprachverwirrung im klassischen Sinne sein, das wird in dem Sinne sein, sie verstehen einander nicht mehr. Es wird irgendeine Art von Verwirrung vorherrschen. Ist auch übrigens prophezeit an vielen Stellen, dass in der Endzeit nochmal eine große Verwirrung auch kommt. Und dann, wenn diese Turmbau zu Babel-Geschichte, da würde ich behaupten, sind wir im Moment, dann kommt nicht mehr viel am Anfang der Bibel, wenn wir rückwärts gehen. Dann kommt noch die die Sintflut, Noah. Das würde dann bedeuten, Zerstörung der Welt. In der Arche sind Noah und seine Familie, die gerettet werden, die bewahrt werden vor der Zerstörung. Das, denke ich mir, ist dann die Entrückung, die Menschen, die entrückt werden, die Gott sagt, es wird keine Sintflut mehr geben, deswegen gibt es den Regenbogen, aber wir wissen aus dem Neuen Testament, es wird ein Feuer kommen, ein großes Feuer. Ich denke, die Erde wird im Feuer, oder es steht auch in der Bibel, die Erde wird im Feuer aufgehen, Flammen aufgehen am Ende. Und die Menschen, die entrückt sind, die werden halt bewahrt werden, so wie damals nur in der Arche bewahrt wurde mit seiner Familie. Davor, vor der Sintflut, gibt es noch die Göttersöhne, die auf die Erde gekommen sind und mit den Menschentöchtern irgendwelche Nachkommen gezeugt haben. Und dann sind wir bereits bei Adam und Eva und dann rückwärts kommt das Paradies. Also es ist nicht mehr wirklich viel, würde ich sagen, was in der Menschheitsgeschichte vor uns liegt, wenn wir jetzt so sagen, wir gehen die Bibel rückwärts, wofür es viele Anzeichen gibt, das würde weit, zu weit führen, das alles darzulegen. Aber es, ich denke, wir sind da auf dem Wege. Es gibt nicht mehr viel, aber es kann trotzdem noch. Ich habe oft gedacht in letzter Zeit, wie nah ist das Ende wirklich? Vielleicht ist es tatsächlich schon sehr, sehr nah. Also ich denke, es sind viele Anzeichen dafür da, dass im Moment ungute Dinge bevorstehen. Ich glaube trotzdem inzwischen, dass es vielleicht doch, also es werden schon noch ein paar Jahre, glaube ich, vor uns liegen. Eigentlich habe ich immer gedacht, 2030 oder 33, 35 sagen wir als Maximum, weiter wird es nicht gehen, weil Gott hat in 6 Tagen die Welt erschaffen, der 7. Tag war ein Ruhetag.
Steht in der Bibel, ein Tag bei Gott ist wie 1000 Jahre für uns. Und wenn man die Chronologien in der Bibel zusammenrechnet, also man kann von Adam bis David, kann man alles genau nachrechnen. Es waren von Adam zu Noah waren 1000 Jahre, von Noah zu Abraham waren weitere 1000, insgesamt 2000 Jahre. Von Abraham zu David waren dann insgesamt 3000 Jahre, also weitere 1000 Jahre. Von David zu Jesus, da muss man dann eher in die Geschichtsbücher gucken, waren es auch ungefähr 1000 Jahre. Das heißt, bis zu seiner Kreuzigung, wenn ich das mal richtig gerechnet habe, ich habe mir mal die Mühe gemacht, damals, ist schon ein paar Jahre her, die ganzen Chronologien zusammenzuzählen und dann halt die Geschichte bemüht ab David, sind ungefähr 4000 Jahre bis zur Kreuzigung Jesus vergangen, das ist der vierte Tag. Es heißt von Jesus, er ist 2 Tage, war tot, am dritten Tag am Morgen, noch vor dem Morgenanbruch ist er auch wieder auferstanden. Wenn wir sagen, 2 Tage war nicht auf der Erde, also war zumindest jetzt nicht auf der Erde, also der Heilige Geist schon, aber nicht Jesus als Person. Dann sind 2000 Jahre sind wieder vergangen und die 2000 Jahre sind aber, ich würde sagen, spätestens, ich weiß nicht, man weiß nicht genau, wann er gekreuzigt wurde wahrscheinlich um 33 nach Christi, kommt ungefähr hin mit den 4000, die ich ausgerechnet habe. Die menschliche Zeitrechnung ist da vielleicht nicht ganz korrekt. Ich glaube, dass da die 4000 Jahre um waren. Und dann hieße das, dass ungefähr 2000, also sagen wir maximal 35, wären dann die 6000 Jahre um die 6 Tage, in denen Gott die Welt erschaffen hat. Und es steht ja auch in der Bibel, dass 1000 Jahre Frieden am Ende herrschen, wo Jesus auf der Erde herrscht. Und das wäre dann weiteres Jahrtausend, in dem Jesus aber schon herrscht. Und das würde dann meiner Meinung nach ungefähr 2035 vielleicht auch früher, also wann genau, es heißt ja in der Bibel, er ist am dritten Tag wieder auferstanden, aber schon vor dem Morgen war das Grab leer. Deswegen gehe ich davon aus, dass es eher früher sein wird. Wann genau, ich weiß es nicht. Ich denke das aber, dass es einigermaßen korrekt ist, diese Zeitrechnung. Und ich denke, dass das kein Zufall ist, dass in der Bibel steht, Gott hat in 6 Tagen die Welt erschaffen, der siebte ist ein Ruhetag und ein Tag bei Gott ist wie 1000 Jahre bei uns und die 6000 Jahre sind, wenn man die vergisst, was alle Wissenschaftler meinen, von wegen wie alt die Menschheit oder die Erde ist, sondern wirklich rein auf die Bibel konzentriert nachrechnet, was dort drin steht an Chronologien, das steht ja immer im Alten Testament, am Anfang zumindest, so und so war so und so viel Jahre alt und zeugte so und so, und dann kann man gut die Jahre zusammenzählen. Dann käme man jetzt ungefähr auf 6000 Jahre. Das heißt, wir sind nahe dem Ende, wenn man die Bibel rückwärts, also die Bibel als Chiasmus betrachtet, wo wir jetzt uns das, was am Anfang war, wieder am Ende sein wird. Jesus selber sagt ja übrigens auch, am Ende der Zeit, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Ja, die Tage Noahs, die würde ich sagen, stehen dann als nächstes bevor, nach dieser Turmbau zu Babel-Geschichte, die, wenn ich das richtig verstehe, Gott irgendwie so auflösen wird. Da wird es vielleicht keine große Katastrophe geben. Er hat nicht den Turm zerstört. Es gab keinen riesen Blitzschlag oder so. Er ist allerdings herabgekommen. Also wie genau das jetzt auf die heutige Welt übertragen aussieht, kann ich nicht sagen. Kann ich auch nur spekulieren. Aber möglicherweise wird sich das einfach so verflüchtigen, aber dann gibt's noch die Sintflut und die Nephilim und dann endlich das Paradies. Ja, das ist eine kurze Zusammenfassung. Ich dachte, ich teile es euch mal mit, was mich da so beschäftigt hat. Bis bald.